Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen What's New Webinar. Wir freuen uns, dass so viele Kunden Interesse am neuen DocuPerformer Release zeigen und möchten uns an dieser Stelle gerne für die enge Zusammenarbeit bedanken. Uns haben viele tolle Feature-Requests und Tickets erreicht, die zum neuen Release beigetragen haben. Und damit leisten Sie einen großen Anteil an der sukzessiven Verbesserung des DocuPerformers. Vielen Dank dafür. Kurz zu uns. Mein Name ist Malte Haring. Ich bin Product Owner hier bei Bluetelligence und bei mir ist mein Kollege Alexander. Hallo zusammen. Alexander wird mich heute im Webinar unterstützen. Kurz zur Agenda. Ich werde Ihnen zunächst zeigen, welche generellen Verbesserungen wir mit der 19.3-Version vorgenommen haben und werde anschließend auf konkrete Verbesserungen für die BW-Komponente eingehen. Mein Kollege wird Ihnen dann zeigen, welche Verbesserungen Sie für BO und HANA erwarten können. Unser User Manual haben wir ebenfalls angepasst. Das heißt, auch hier finden Sie alle Informationen zu den neuen Funktionen, die wir mit 19.3 eingeführt haben. Okay, also, was hat sich geändert? Was können Sie erwarten? Zunächst einmal die allgemeinen Verbesserungen. Wir haben an der Performance geschraubt. In vielen Bereichen ist die Performance verbessert worden, insbesondere bei Funktionen, die mit Queries zu tun haben, sind wir ungefähr 90% schneller geworden. Die Comment Area, falls Sie Objekte kommentieren, öffnet sich jetzt mit bis zu 90% schneller. Und auch das Laden von abhängigen Objekten in Queries bei unserem Translations-Tool ist 75% schneller geworden. Genau, hier nochmal ein Überblick über die Funktion, wo Sie Verschnellerungen erwarten können. Genau, und dann haben wir an den Comments gearbeitet. Hier haben wir einen Status eingeführt, damit Sie immer die Aktualität Ihrer Kommentare prüfen können. Dazu haben wir das Entity Grid erweitert um gewisse Spalten, wo Sie den Comment-Status sofort einsehen können. Das Ganze zeige ich Ihnen gleich nochmal übersichtlich im System. Dann haben wir unser Kontextmenü erweitert. Hier finden Sie an verschiedensten Stellen im DocuPerformer nun Analysefunktionen, die komponentenübergreifend sind. Zum Beispiel können Sie nun über das Kontextmenü in der Datenflussanalyse direkt auf weitere Where-Used-Analysen der Objekte springen. Darüber hinaus können Sie zum Beispiel, wenn Sie bei der Where-Used-Analyse im HANA unterwegs sind, auf weitere Analysen der BW-Komponente abspringen. Genau, hier noch ein paar Screenshots dazu. Hier können Sie zum Beispiel sehen, dass wir hier beim Verwendungsnachweis von HANA-Objekten sind. Sie können hier sehen, dass ein HANA Composite Provider auf der BW-Seite gefunden wurde. Und falls nun das Bedürfnis besteht, weitere Analysen für diesen HANA Composite Provider zu fahren, können Sie diesen direkt über das Kontextmenü weiter analysieren. Genau, dann haben wir unsere Analyze-Compare-Funktion erweitert. Hier ist es nun möglich, multiple Objekte gleichzeitig zu vergleichen und zu analysieren. Dann haben wir ein bisschen an unseren Szenarios geschraubt. Hier haben wir insbesondere ein UI-Rework gemacht, was das Ganze ein bisschen übersichtlicher macht. Dann haben Sie mittlerweile die Möglichkeit, dynamische Szenariolisten in Ihren Szenarien zu erstellen. Und zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, neue Zuordnungsregeln basierend auf Pfaden und Directories für BO und HANA-Objekte zu steuern. Genau, was für konkrete Verbesserungen haben wir im BW? Wir unterstützen ab sofort BW for HANA 2.0. Das heißt, sollten Sie BW for HANA 2.0 im Einsatz haben, können Sie ab sofort davon ausgehen, dass der DocuPerformer diese unterstützt. Genau. Zusätzlich haben wir neue Objekttypen, die wir unterstützen. Wir sind jetzt auch fähig, Navigationsattribute, Display-Attribute und XXL-Attribute zu synchronisieren. Diese Objekte können Sie dann individuell kommentieren oder auch dokumentieren. Zusätzlich haben wir ein paar weitere Where-Used-Analysen eingeführt für Planning-Sequences und Filters. Auch hier können Sie jetzt feststellen, in welchen anderen Objekten diese zwei Objekttypen verwendet werden. Bevor ich an meinen Kollegen übergebe, springen wir nun einmal kurz ins System. Da möchte ich Ihnen einige Funktionalitäten live zeigen. Und zwar fangen wir an mit dem Comment-Status. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie relativ übersichtlich im Entity Grid sehen können, ob ein Objekt in seinem Kommentar aktuell ist. Sie sehen hier, dass für den Multi-Provider, den ich hier ausgewählt habe, dass der Kommentar outdated ist.
Wie kommt es zu diesem Status? Nun ja, wir vergleichen, wann das Objekt das letzte Mal im System verändert wurde und wann der Kommentar zu diesem Objekt das letzte Mal verändert, erweitert oder bestätigt wurde. Diese zwei Datumer können Sie hier sehen. Und sollte der Comment-Status des Objektes älter sein als das technische Änderungsdatum, wird das Objekt den Status outdated bekommen. Wie können Sie diesen Status verändern? Sie können über das Kontextmenü zum Punkt Comments gehen und hier entweder das Kommentar bearbeiten, wie Sie es schon kennen, oder Sie können das Kommentar bestätigen. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer aktuelle Kommentare zu Ihren Objekten im System haben. Das war es von meiner Seite. Ich übergebe jetzt an meinen Kollegen Alexander. Ja, vielen Dank, Malte. Ich würde weitermachen mit den Änderungen im Bereich BO und HANA. Und zunächst einmal starte ich mit der verbesserten Verbindung zwischen BW und BO. Denn jetzt ist es auch möglich, Lumira und Analysis for Office Berichte sowohl im Datenfluss anzuzeigen, das war vorher nicht möglich, und auch gleichzeitig nachzuschauen, welche BW-Objekte als Data Source verwendet werden in AFO oder Lumira Berichten. Das ist jetzt alles möglich und das sehen wir jetzt auf dieser Seite. Zunächst einmal der erste Punkt. Sie sehen, dass die Lumira Berichte, die HANA Composite Provider als Data Source verwenden, jetzt mit angezeigt werden. Und der zweite Punkt ist der Verwendungsnachweis. Hier sehen wir jetzt, dass beispielsweise, ich habe wieder Usage of HCPR gecheckt, die Verwendung von diesem HANA Composite Provider. Und wie Sie sehen, zeigt mir der Doku-Performer an, in welchen Lumira-Berichten diese Verwendung stattfindet. Der nächste Punkt, es ist jetzt möglich, sich das Coding anzeigen zu lassen von Lumira-Berichten. Das war ja schon vorher möglich für Design Studio. Jetzt sehen Sie das Coding in Ihren Events auch für Lumira-Berichte. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal im System. Dann gibt es noch Find References. Diese Funktion war bereits verfügbar für die Design Studio Berichte. Jetzt ist es auch möglich für Lumira, diese Funktion durchzuführen. Mit dieser Funktion haben die Möglichkeit zu checken, ob eine bestimmte Komponente in anderen Komponenten des jeweiligen Berichts irgendwo vorkommt und ob auf sie referenziert wird. Das heißt beispielsweise, ob auf eine bestimmte Komponente referenziert wird im Coding oder vielleicht irgendeine direkte Referenz. Beispielsweise, dass Chart 101 direkt referenziert wird. Genau, das Resultat sehen Sie dann im Doku-Performer. Wie sieht das aus? Wir haben hier die Möglichkeit, erstmal über das Kontextmenü Find References auszuwählen und sehen dann ein Ergebnis, wo diese Komponente vorkommt und können auch das Coding anzeigen lassen. Das zeige ich Ihnen gleich noch im System etwas genauer. Es ist auch jetzt möglich, eine Excel-Dokumentation zu erstellen für den Objekttyp Analysis for Office. Genau, auch hier über einen Rechtsklick, einfach auf das jeweilige Format klicken und dann wird solch eine Excel generiert. Kommen wir jetzt noch kurz zu den HANA-Verbesserungen. Hier wurde vor allem der Verwendungsnachweis erweitert mit weiteren Objekttypen, nämlich mit den Objekttypen HANA Catalog Entities. Diese Objekttypen unterstützen wir ja schon seit der Version 19.2 und jetzt sind sie auch Teil der Reuse-Analyse. Das heißt, hier können Sie wirklich analysieren, in welchen anderen HANA- und BW-Objekten das analysierte HANA-Objekt genutzt wird. Das heißt, auch hier wird die Verbindung zwischen HANA und BW ermöglicht. Wie mein Kollege Herr Haring bereits vorher Ihnen gezeigt hat, werden auch BW-Objekte angezeigt im Ergebnis. Genau, das sehen wir hier nochmal. Der Verwendungsnachweis kann entweder aus dem Entity Grid heraus in der HANA-Komponente über das Kontextmenü durchgeführt werden am jeweiligen Objekt oder die Funktion kann ganz normal über den Analysis Ribbon gestartet werden und dann kann der jeweilige Objekttyp und das jeweilige Objekt ausgewählt werden. Und dann sehen Sie hier das Ergebnis. Okay, bevor ich zur Roadmap komme und zu den Funktionen, die in 20.1 unterstützt werden, möchte ich Ihnen mal ganz kurz zeigen, wie das alles aussieht im Bereich BO. Das heißt, ich muss mich zunächst einmal mit der BO-Komponente verbinden. Das ist dieses System. Dann melde ich mich nochmal kurz neu an. Verbinde mich. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, wenn Sie die BO-Komponente lizenziert haben, dann können Sie sich hier zum Beispiel die Lumira-Objekte anzeigen lassen. Ich kann diese Objekte ganz normal dokumentieren, kann aber auch mir den Aufbau anzeigen lassen von diesem Lumira-Bericht. Das sind Funktionen, die schon länger möglich sind. Lumira unterstützen wir jetzt schon seit einem Jahr.
Dann habe ich hier den Aufbau von diesem Lumira-Bericht, kann mir dann anschließend, wie schon vorab gezeigt, das Coding anzeigen lassen, entweder expandieren bis zum jeweiligen Event oder, wenn ich wirklich ganz tief eintauchen möchte, auch das gesamte Coding, wie Sie hier sehen. Dieses Coding kann ich dann durchsuchen, beispielsweise Result, und dann sehe ich, wo das vorkommt, wo solch ein Stichwort vorkommt, und ich kann mir das alles auch nochmal als Excel exportieren. Die Funktion, die ich noch zeigen wollte, war die Find Reference Funktion. Hier kann ich beispielsweise einen Rechtsklick auf eine Komponente durchführen, kann dann auf Find References gehen und dann sehe ich hier das Ergebnis. Eine ähnliche Funktion gibt es auch in Lumira Designer. Der große Vorteil gegenüber dem Lumira Designer ist der, dass wir nicht nur den Namen der Komponente angeben, sondern wie Sie sehen auch den Typen und auch die Referenz selbst. Wir zeigen den Source Code an. Das können wir nämlich hier auch nämlich uns anzeigen lassen. Show Source Code. Wir zeigen auch die genaue Zeile an, in der diese Stelle auf die jeweilige Komponente referenziert wird. Und gleichzeitig können Sie sich das alles auch als Excel exportieren. Sie können Kommentare ausblenden, das ist auch nicht möglich im Lumira Designer, und können auch aus diesem Kontext heraus weiter analysieren. Genau, hier sind wir in einem Bericht. Das heißt, ich hab gecheckt, ob eine Komponente in einem Bericht, ob auf sie innerhalb eines Berichts referenziert wurde in anderen Komponenten. Was wir in 20.1 vorhaben, da springe ich jetzt direkt schon mal in meine Präsentation, das ist die BO-Ware-Use-Analysis. Das heißt, es wird die Möglichkeit bestehen, das gesamte BO-System nach einem Stichwort zu durchsuchen. Und dieses Stichwort kann entweder irgendein Stichwort aus dem Coding sein, kann aber auch einfach eine Komponente sein. Das heißt, wir können wirklich gucken, beispielsweise, wo ein bestimmter Button, in welchen Berichten er vorkommt. Das wird ab 20.1 möglich sein. Gleichzeitig der oberste Punkt ist SAP Analytics Cloud. Das werden wir auch unterstützen ab 20.1. Hier vor allem wirklich erstmal nur die Stories. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, Stories zu synchronisieren und diese auch anschließend zu kommentieren und in Ihr Szenario einzubinden, um Ihr Szenario zu vollenden. Wir haben viele weitere Punkte in unserem User Manual. Da kann ich auch mal ganz kurz drauf springen. Das heißt, hier im User Manual finden Sie eine Roadmap von allen Funktionen, die 2021 umgesetzt wurden. Das ist nur eine kleine Auswahl. Es werden noch weitere Funktionen umgesetzt. Ich verweise Sie auch ganz gerne nochmal auf unsere What's New Seite. Das heißt, das, was wir Ihnen jetzt erzählt haben, wird hier nochmal ausführlich erklärt und erläutert. Sie können auf die jeweiligen Punkte klicken und erhalten dann auch viel mehr Details. Hier finden Sie auch unser What's New Dokument. Das ist alles nochmal im PDF-Format und wir laden auch später die ganzen What's New Videos hier hoch. Gut, jetzt noch ganz kurz, falls jetzt irgendwelche Komponenten vorkamen oder irgendwelche Funktionen, die Sie vielleicht nicht lizenziert haben, die Sie aber sehr spannend fanden, dann haben Sie die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Wir würden uns wirklich sehr freuen. Wir können Ihnen das alles nochmal bei einer individuellen Websession zeigen. Sie haben die Möglichkeit, die Komponenten für 60 Tage zu testen. Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn wir nochmal vor Ort Ihnen ein paar dieser Komponenten präsentieren können und ein paar dieser Funktionen. Das war unser What's New Webinar. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, hoffen, dass Sie auch zukünftig sich für diese Webinare interessieren und auch dabei sind bei den Webinaren, die wir Ihnen anbieten. Und vielen Dank. Vielen Dank. Und einen schönen Tag Ihnen. Tschüss.